Ich weiß nicht, im Hintergrund kann man es vielleicht sogar noch ein bisschen hören, unsere Fans, die immer noch hier grölen und anfeuern, so mehr oder weniger, einfach unseren Verein. Philipp Türpitz, du heute mit deinem Comeback in der Startaufstellung. Ich vermute mal, du hättest ja auch schönere Bedingungen gewünscht, aber jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Wie beurteilt man das Ganze? Ja, natürlich. Also, dass ich jetzt nach langer Zeit wieder in der Startaufstellung gestanden habe, hat mich natürlich vor dem Spiel sehr gefreut. Aber natürlich hätte man sich dann auch einen anderen Spielverlauf gewünscht, ganz klar. Aber wie du es auch schon gerade angesprochen hast, die Fans hört man, glaube ich, auch noch im Hintergrund. Es ist heute also wirklich beeindruckend, was die hier abgeliefert haben. Und ja, das ist schade, dass wir hier dann mit 13:0 untergehen. War das jetzt irgendwie, dass man sagen kann, man fässt sich an die eigene Nase, oder wie kommt so ein Ergebnis zustande? Ich meine, anders als in Münster zum Beispiel, wo es so ein knappes Ding war, waren es ja mit 3 Toren doch schon ein bisschen deutlicher heute. Ja, natürlich, jeder muss sich hinterfragen, ob er hier alles gegeben hat. Jeder muss sich an der eigenen Nase fassen, und wir werden das dann auch intern nochmal ganz kritisch analysieren und aufarbeiten und schauen, was nicht gepasst hat, weil ich denke, das ein oder andere hat heute wirklich nicht gepasst, sonst wären die 3 Tore nicht gefallen, und ja, dann hoffen wir, dass wir es nächste Woche am letzten Spieltag besser machen können. Ja, das hoffen wir natürlich ebenso, und dann sehen wir uns auch in Rostock. Gebt Gas, und dann wollen wir die 3 Punkte dort. Vielen, vielen Dank, der Philipp Türpitz. Sehr gerne, danke schön. Ja, hier steht jemand neben mir, der hat so ein anderes Logo hier drauf, aber das macht nichts. Philipp Penke, jahrelang hier bei unserem Chemnitzer Fußballclub. Im Hintergrund hören wir immer noch die Fans, die machen immer noch Bambule. 3:0-Sieg, Glückwunsch an euch, also wenn man mal von euch aus das Ganze betrachtet. Vielleicht ganz kurzes Statement zum Spielverlauf. Ich meine, du hast ja heute dann dich auch wieder mal gezeigt im Kasten, dass du was drauf hast. Ja, danke erstmal. Das war natürlich ein sehr besonderes Spiel für mich persönlich, aber ich denke, wir hatten in der ersten Halbzeit, in der ersten Phase schon einen guten Druck zu überstehen, und Chemnitz hatte da 2 richtig gute Chancen. Die haben wir Gott sei Dank genutzt, und wir sind halt eigentlich perfekt aufgetreten für eine Auswärtsmannschaft. Es war ein schwieriger Boden vor einer Riesenkulisse, und wir haben genauso das gespielt, was wir uns vorgenommen haben, und ja, sind überglücklich, dass wir hier 3 Punkte mitgenommen haben. Für dich selbst persönlich, hast du die Gelegenheit, mal ein bisschen nochmal in Chemnitz lang zu schlendern, oder seid ihr direkt hier angereist? Hast du jetzt nochmal die Gelegenheit? Wie sieht's da aus? Nee, wir sind direkt heute früh hergekommen, und ich fahre auch gleich wieder zurück. Ich habe noch Verpflichtungen zu Hause, und ich bin ja oft hier bei meiner Familie auch. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt ganz weg bin, und darum. Und nächste Woche ist schon wieder Weihnachten, dann bin ich ja wieder da. Dann wünschen wir dir natürlich auch eine besinnliche Weihnachtszeit. Ich hoffe, du kannst es trotzdem genießen, auch wenn das diesmal für eine andere Mannschaft ist, diese Gesänge im Hintergrund. Und alles Gute dir weiterhin, und Dankeschön für dieses kleine Interview. Hat mich sehr gefreut. Danke, ebenso. Danke dir.